So, jetzt haben wir auf jeden Fall Beleuchtung. Noch keine Strecke, aber Beleuchtung. Ja, die Bäume hier werden weichen. Definitiv. Und wir werden natürlich viel wieder anpflanzen an Bäume, keine Frage. Aber erstmal muss die Strecke frei sein. So. So. Und jetzt geht's hier weiter. So. Wäre natürlich schöner, wenn alles Tag wäre. Zupp. Blümelein. Gut. Hier sind noch Bäume, die im Weg sind. Ah, es wird wieder Tag. Das heißt, wir sehen auch gleich wieder mehr. So. Ja. Was mir gerade so einfällt. Genau, es gab einen Kommentar, auf den habe ich, wo ich dieses Video gerade aufnehme, zwar gelesen, aber noch nicht darauf geantwortet. Und zwar ging es damals, oder ging es um den Shader 331 von CUDA, von Christian Gamer, genauer gesagt. Da hat er dann kam der Kommentar, wieso stellst du einfach die Helligkeit nicht hoch? Ja, toller Kommentar, muss man sagen. Ich habe es ausprobiert, habe ich gesagt, naja, bevor du jetzt irgendeine Antwort schreibst, liest es mal schnell aus. Das habe ich gemacht, kurz bevor ich diese Aufnahme hier gestartet habe und habe festgestellt, es bringt nichts. Ich muss wirklich an den Einstellungen rumspielen. Ansonsten wird das nichts. So. So. Wir gehen auf die Ebene. Genau, wir gehen auf die Ebene runter. Und ja, so. Da haben wir den Fluss, da werden wir uns eine Schneise durchmachen. Perfekt. So. Das heißt, das kommt alles weg. Das kommt dahin. So. So. Gut, der Baum muss auch weg. Ja, aber nochmal zurückzukommen, um die Helligkeit einfach hochzudrehen. Ja, einfach mal die Helligkeit hochdrehen ist nicht. Das geht nämlich schief. Das habe ich schon ausprobiert. Oder sagen wir es mal so, es bringt nichts. Außerdem möchte man ja sehen, wenn Monster an sind, in welchem Bereich Monster spawnen könnten. Nur weil die Helligkeit der Fackeln runtergedreht ist, heißt das nicht, dass die Reichweite der Fackel eigentlich nicht immer noch gleich berechnet wird. Ja, ich habe ein Problem. Inventar ist voll. Die Blümelein, die ganzen Blümchen, die können wir hier mal wieder loswerden. So, dann kann ich auch das Holz aufnehmen. Aha, geht doch. Da ist noch Setzling, da ist auch noch ein paar Setzlinge, das ist schön. So, die Erde. Wo man schon mal hier wieder bei ist, kann man auch gleich wieder was ausbringen. So. Wir werden nämlich noch eine ganze Menge Erde bekommen. Aber die Frames brechen ein. Das heißt, die Sichtweite ist doch zu hoch eingestellt. Moment, Option, Grafikeinstellung. Wir stellen mal auf 64. Kann auch sein, dass sie jetzt mit der Zeit immer mehr Müll bei mir auf dem Rechner angesammelt hat, das dann auch noch Ressourcen frisst. Nein, das kann nicht nur sein, es hat sich immer mehr Müll auf dem Rechner eingenistet. So, falsche Seite hochgegangen. Ja, und dieser Müll hat leider auch dafür gesorgt, dass der sich im Hintergrund lädt. Teilweise kann man es gar nicht verhindern. Teilweise möchte man es auch gar nicht verhindern, dass der Kram geladen wird.
Ja, und da kommt es dann halt mit zur Standard, dass man halt auch leider Leistungseinbußen hat. So, ich glaube, da kann stehen bleiben, der Baum. So. So, das heißt, die machen wir mal kurz zu. Wir machen mal kurz. So. Und hier ist auch zu. Ja, wenn wir dann ein paar Schienen geholt haben, können wir dann auch gleich das Ganze wieder zubauen. Ich glaube, das ist ein anderer Setzling. Ja. So. Können wir die Steine irgendwie anders decken? Nein, können wir nicht. Aber ich kann mal kurz die Erde wieder loswerden. Wir haben davon ja jetzt wieder einiges. Ha, ohne. Aua, ohne, ne? Habt ihr gesehen? Geht. So. Ich lasse den Berg hier ein bisschen sanfter abgehen. Nicht so steil wie der letzte, der hier war. Ja, unter mir ist irgendwo eine Höhle. Ich weiß. So. Und der nächste. Und die nächste Reihe. Zack, das weg. Ja, so macht man halt ein bisschen Terraforming nebenbei. Und passt sich die Gegend an, so wie man sie haben will. So, das heißt, es ist hier noch ein bisschen. Gut. Und die nächste Reihe schon mal anfangen. So, jetzt müssten wir auch die Setzlinge wieder aufnehmen können. Yep. Da geht es zumindest. Hier geht es auch. Sehr schön. So. Hier geht es weiter. Geradeaus durch. Nein. Geradeaus durch nicht. Wir biegen mal kurz die Hand hier ab. Und gehen dann hier weiter. Ja. Das geht doch. Danach müssen wir gleich mal gucken, ob wir bergab oder ob wir den Berg hochfahren oder ob wir da den durchtunneln. Na, nee, ich wollte hier oben lang fahren, genau. Ich komme nochmal hoch auf den Berg, so dass man hier rechts denn den Bauernhof sieht. Das ist gut. Das werde ich nicht auffüllen, das heißt, wir werden hier dann ein Stückchen runtergehen mit der Bahn. So, ich nehme mal hier aber erstmal die Erde weg. So. Lass mal so stehen. Werde man dann sehen. Spätestens wenn der Zaun kommt, werde ich sehen, was ich hier noch an Terraforming machen muss. Oh Mist. So war das jetzt nicht geplant. Nee, das nicht. Aber jetzt haben wir schon wieder Platz für Erde. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Man muss ja wissen, wo die Strecke lang geht. So. Jetzt kann ich die Erde wegnehmen. So. Wie viel Erde haben wir dabei? Ah, da passt noch was. So. Ja, wie man gerade wirklich merkt, was ich auch schon oft erzählt habe oder gesagt habe, man bekommt eine ganze Menge Erde, wenn man sowas so, wenn man das so macht. So. Ah, da ist schon der nächste Stack zu Ende. Und hier geht's dann weiter. So. Ja, was kann man denn erzählen so nebenbei? Und zwar hatte ich ja mit der Aufnahmelautstärke experimentiert. Und das Experiment hat sehr gut funktioniert. Ich werde das jetzt, wie ich es in letzter Zeit immer gemacht habe, beibehalten. Heißt, ich werde
vom Prinzip her die Sprachaufnahme übersteuern und dann was übersteuert ist, wieder reduzieren. Das geht eigentlich ganz gut. Ich bin dann recht laut, extrem laut eigentlich sogar. Ich habe es mal auf Boxen auf 100% laufen lassen. Eigentlich übersteuere ich mehr oder weniger. Also, man kann auf jeden Fall sagen, es ist laut. Eigentlich laut genug jetzt. Also, wer sich jetzt beschwert, dass die Lautstärke zu gering ist von mir, der sollte sich mal andere Boxen holen. Oder anderes Headset. Oder mal gucken, ob er nicht seine Lautstärke zu gering eingestellt hat. Weil ich habe es wirklich jetzt getestet. Selbst auf meinen kleinen Kekerboxen bin ich sehr laut in der Aufnahme. Also jetzt wirklich so mal an die Leute, die sich zwischenzeitlich mal beschwert haben, dass ich leise bin, was ich auch vielleicht auch war zwischenzeitlich extrem. Aber das existiert schon lange nicht mehr, dass ich so leise bin. So, jetzt machen wir hier den Berg auch noch weiter. So. Na komm schon. Ach so, da war eine Sache nicht ganz konform. So. Möchte ich das so haben? Nein, dass es hier ein bisschen ausläuft. So. So. Und weiter. Zack, zack. Ah, keine Erde mehr, keine Erde mehr. Gut, wird ja nicht lange dauern, dann werden wir wieder Erde haben. Jetzt geht's schon wieder los. Ah, das war die Schaufel. Da haben wir noch eine. Gut, und los geht's. Ja. So, ein bisschen hier anpassen, da anpassen, dann passt das auch. So, wir sind auf Rückseite des Bauernhofs. Schon angekommen. Dann heißt es jetzt. Ich markiere mal kurz die Strecke ein bisschen, dass man sieht, wo ich lang möchte. Hier möchte ich wieder hoch. Hallo? Eine Fackel reicht, nicht zwei. Dann gehen wir hier ein wenig rüber. Wie wir das machen werden, weiß ich noch nicht. Und dann geht es hier lang. Genau. Hier bleiben wir oben noch. Und dann geht es da lang, genau. Das ist jetzt so ungefähr die Marschrichtung von der Strecke. Die habe ich jetzt gerade markiert. Damit ich jetzt auch ungefähr weiß, wie ich bauen muss. Fackeln dienen einmal sehr gut dazu, irgendwelche Strecken zu markieren. So. Ich würde sagen, auf die Ebene nur. Den Rest gleiche ich dann mit Erde aus. So. Die Fackel kommt weg. So, ja genau, das war hier schon richtig. Hat die Fackel nicht eingesammelt. Jetzt geht es darum, dass ich hier gut bis auf diese Ebene geht das. Ne, ein bisschen nach hinten das Ganze. Erde dahin, die dahin. Oh, ich glaube. Ah. Man sollte auch darauf achten, was man aktiviert hat. So. Dann kann man jetzt hier. Genau. Das. Kommt weg.
das hin. So, genau. Das kommt weg, das kommt weg. Muss das ein bisschen angepasst werden hier. Sehr schön. So, und hier auch nochmal. So, so, so. Nehme ich. Erde. Ja, sieht ganz gut aus. Zack, 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 zack. So sieht das denn aus. Der war jetzt falsch. Und die Erde muss weg. So. Und wieder Cleanstone. Und hier drüben auch. Und weiter. So. Oh, da ist Erde im Weg. Hier nicht mehr. Ja, Beleuchtung kommt gleich. So. Oh. So war das jetzt nicht geplant. Zack, zack, zack. So. Und Beleuchtung. Fangen wir mal drüben an. Das geht, glaube ich, besser. Und hopp. Zack. Zack, 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 zack. Ja, gut. Ja, sieht auch ganz schnieke schon aus, das Ganze. So, ich mach mal zu. Gut, das kann man so lassen. Das kommt weg. Und zu. Sehr gut. So. Na gut, hier werde ich jetzt den Berg nicht anpassen. Hier lasse ich das einfach so. So. Genau, das lassen wir an der Stelle einfach mal so. Und los. Ja, ist doch schon recht groß geworden, das Ganze. So, zap, zap und zap, 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 zap. Ja. Hier unten sieht man recht wenig. Ich habe auch nicht genug Erde dabei. Ah, oh, wir sind ganz schön ein Stück schon gekommen. Eigentlich müsste ich schon die Strecke nachholen mit Schienen. Aber das mache ich nicht jetzt, das kommt später. So. Wir sind jetzt gerade mal auf der Höhe des Aussichtsturms. So, wir sind oben. Das heißt, wir gehen jetzt hier ein bisschen diagonal. Und dann noch ein bisschen diagonal. Gut. Na, Nase juckt. Gut, den Restberg passe ich dann an. So, die Erde kann hier weg. Ja, wird auf jeden Fall eine interessante Strecke. Und wir haben viel zu gucken. Das weiß ich jetzt schon. So. Zum, 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 zum. Nee, der war falsch. Weg. So, und weiter. Und wieder zurück. Ah, den nehme ich mal weg. Kann sein, dass ich doch noch weiter diagonal gehen müsste. Das sehe ich aber gleich. Gut.
Das machen wir mal. So, dann sieht's wie gewollt aus.